Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Nee. Aber was soll es? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Na dann. Unsere erste große Quest. Was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Das arme Pferd steht direkt daneben. Es wird gleich plötzlich vom Greif zerrissen. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Oha. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen. Eine Brust mit Arm. Durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Das stimmt. Plötzlich weggerannt. Sollte man die Armbrust rausholen? Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Aha, auch die Armbrust kann ich nicht ausstatten. Doch habe ich. Wie rüste ich die aus? Oha, ausweichen wäre nicht schlecht. Tabulator um den Schnellangriff. Ah ja, hier. Armbrust. Armbrustbolzen schießen. Okay, getroffen. Okay, ich sollte mal mit dem Schwert angreifen. Sollte gleich mal Heilung besorgen. Na komm. Safe haben wir ihn schon. Im Kampf zu schwierig kannst du flüchten. Na, umschalten links gedrückt. Sollte bloß mal ein bisschen Heilung gucken. Heilung. Trank, den konnte ich nochmal trinken. Bevor ich dich ablegen. Hab mir nicht gemerkt, wie ich den trinke. Okay, ist abgehauen. Sinne schärfen. Die Richtung. Plätze. Den holen wir uns.
Langsam. Im Winter können wir hier irgendwo was essen. Okay, Z. Backkartoffel. Sehr schön. Na dann. Hier fällt ein. Da ist der Greif. Lass Platz in Ruhe. Holzen. Krieg ich den Bolzen nicht mehr hin. Jetzt müssen wir mit dem Schwert kämpfen. Ach, kommst du auch mal mit dazu. Sehr schön. Besiegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Ja, der Kampf war nicht gerade sehr toll, aber naja. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Ich habe einfach drauf losgehauen. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mache die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Yep. Ich hole mir die Belohnung. Und Greifenkopf. Ein Greifenei. Greifenmutagen. Oha. Hast du ein Mutagen gefunden? Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen Absolut herzustellen. Von das Charakterfenster mehr zu erfahren. Ja, mit deinem Kopf. Ab mit seinem Kopf. Aha. Kopfloser Greif. Eine Pusteblume. Inventar. Okay, Mutagen. Wenn man gebrochen, könnte man aber auch teuer verkaufen. Ja. Na dann. Der Kopf hängt schon am Plötze. Da bringen wir den mal zu den Schwarzen. Deine Schreie. Kommen wir später nochmal vorbei, bestimmt. Mal ein bisschen Tempo hier. Und schon verritten. Wölfe. Ja. Wollen wir jetzt hier keine Wölfe töten? Können wir den Kopf mitnehmen? Können wir nicht. Ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben.
Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Oh je. Bei den Göttern. Nein! Gut, ich bin nicht dafür da. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Das nehme ich ja wohl dankend an. Zeit beschränkte Option. Eine Dialoge erfordern schnelle Entscheidung. Wähle deine Antwort, bevor die Zeit abläuft. Ja. Jetzt habe ich mich von den Schwarzen bezahlen lassen. Das ist. Das könnte mir auch ein bisschen was. Ja. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich hole nur mein Geld ab. Es tut mir natürlich sehr leid, aber ich mische mich hier nicht in andere Angelegenheiten ein. Der wird das überleben. Komm, Plötze. Reite dich mit Wesemir auf den Aufbruch nach Weißgarten vor. Aus Weißgarten. Wo bist denn Plötze? Ah, hier ist er. Den Kopf behalten wir jetzt, oder? Behalten wir als Souvenir. Na dann. Es wird hier schon spät. Wir sollten mal langsam. Komm schon, Plätze. Ja, Pferdesteuerung. Und so weiter. Lauf, Plätze. Also es geht, habe schon schlechtere Steuerungen gehabt, aber naja. Das herrenlose Pferd. Na toll, mit dem kleinen Graben. Ja. Was sagt man dazu? Okay, da gäbe es eine Quest. Komm schon. Auf nach Vysima geht's jetzt. Als nächstes. Hallöchen. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Das werde ich auch tun. Wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Auch so eine kleine Klopperei. Was
Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Oh je, sie macht Stress. Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ich hab's befürchtet. Das wegkämpfen müssen. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Ach du Scheiße. Lass mich los! Macht Stress. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser den Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Sie waren Ärger. Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Ich hab's befürchtet. Das sehe ich. Ja, ja, Einsatz, Leute! Einsatz! Schlecht von Blaviken. Nice. Alle auf einmal getötet. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Also, ich hätte hier irgendwie angefangen. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los. Gehen wir. Ich wollte noch ein bisschen Proviant kaufen. Ach, Menno. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Wollen die auch noch Stress oder was? Oha. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Sie ist eine Schwarze. Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Aha. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Na, da bin ich ja gespannt. Ich reite in die andere Richtung.
Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Na dann. Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Husche, Frösche, Geflieder und Stachelbeeren. Mhm. Auf nach Wisima. Mit käserlichem Geleit. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Nur so schmutzig waren wir nicht. Aber dann. Was dann? Oh no. Los jetzt! Was dazwischen kommt, war ja klar. Och nö, nee. Ich will jetzt nicht kämpfen. Knapp entkommen. Morgen darüber in Ordnung nach der Audienz. Angekommen. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Wysima. Das hatten wir doch schon. Oder nicht? Wysima, Hauptstadt des besetzten Temerien. Jetzt wird erstmal gebadet. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Krieg ich was zum Anziehen? Edwin? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Aha. Zum Friseur. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Ich werde doch jetzt nicht den Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Den Witcher, den Geralt rasieren. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Vorhis.
Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Sagen wir die Wahrheit. Sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Tja, das ist die Tatsache. Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Oha, königliches Gewand. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Kaiserliche Audienz. Sollen wir eins auswählen von dreien? Sieht alle drei fürchterlich aus. Sind alle drei sehr schrecklich aus. Naja. Da bin ich doch eher ein Fan von dem hier. Ein Gant des Höflings warmes Nilfgaardische Hose. Gante Nilfgaardische Schuhe. Können wir kombinieren. Ah. Es mag dem Herrn neu sein, doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Ja. Sieht grauenhaft aus. Oh je. Wie sieht das hier aus? Auf gar keinen Fall. Dann schon lieber das. Wenn es denn sein muss. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden?
Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Thank you.